So, hey Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Roomtour hier aus meiner neuen Wohnung. Und ich habe es ja angekündigt, deswegen muss ich es auch machen. Und ich nehme euch einfach mal hier durch meine Mini-Wohnung. Ja, aber sie ist schon ganz cool so für die erste Wohnung, einfach mal mit. Aber ich denke, Küche und Bad ist für euch vielleicht nicht so interessant, deswegen lasse ich das erstmal aus. Ihr könnt aber mal anhand von Likes zeigen, ob ihr das auch noch sehen wollt. Also 20 Likes nach oben und vielleicht mache ich dann auch noch von Küche und Bad was. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich am besten anfangen soll, aber ich würde mal sagen, hier am PC, also ihr seht es hier vielleicht. Jetzt mache ich es mal so. Jo, hier ist quasi so mein PC. Hier sitze ich dann so und nehme dann quasi auf. Ja, genau. Gucke in den Bildschirm. Ihr seht hier gerade meinen Kanal. Perfekt, ne? Bester Kanal. Ja, da oben ist meine Webcam und das ist ganz schön, weil ich habe da direkt so die Sonne und das ist. Also ich habe generell ein ziemlich helles Zimmer, Leute. Also es ist wirklich gut und ja. Dann liegt hier einfach so ein bisschen Crap rum. Hier übrigens ein geiles Buch, was ich geschenkt bekommen habe von Hitschon. Das Handbuch für YouTuber. Ist vielleicht für den Einsteiger ganz interessant, aber ja, für mich ist da schon einiges drin, was schon ziemlich klar ist. Also da geht es dann halt wirklich um Channelaufbau und sowas. Aber ja, jo, hier sitze ich dann so. Hier seht ihr übrigens mal meinen PC. Ist eine ganz schön große Kiste auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht, wie lange das Ding hier, das gute Ding, noch machen wird, aber ich hoffe, es hält noch ein bisschen. Also da unten ein bisschen Kabelsalat, ja. Ja, das ist ein bisschen Kacke. Genau, also das ist equipment-technisch, kann man da vielleicht zu sagen, ist ein Medion-Bildschirm, hier eine Medion-Tastatur. Also das gehört alles so zusammen quasi. Und der gute PC ist auch ein Medium-PC, ist jetzt auch schon, weiß ich nicht wie alt, 3, 4 Jahre wird er schon auf dem Buckel haben. Ja, aber vielleicht ist da auch irgendwann mal Zeit für einen neuen. Aber erstmal nicht. Ich hoffe, der hält noch lange. Also momentan habe ich echt keinen Bock, dass der drauf geht. So, was haben wir denn sonst noch hier? Headset, ja, G35. Seit Jahren auch schon habe ich das Ding. Und hier seht ihr das schöne Mikrofon. Das ist hier so mit so einem. Ja, wie nennt man das? Stativ? Ja, genau, so ein Dreifußstativ. Das kann ich dann hier so quasi, kann ich das Mikro dann so hinschwenken und dann kann ich da quasi rein sprechen. Hier ist ein Popschutz vor und das Mikro ist das, jetzt muss ich gerade mal selbst gucken, T-Bone SC450, genau. Und das wird dann hier mit einem USB-Kabel in den PC verbunden. Das habe ich jetzt aber hier gerade nicht gemacht, aber dann würde das halt funktionieren. Dann sitze ich hier halt immer vorne und ja, Spiel oder Minecraft oder irgendwas, aber was ja momentan leider nicht mehr so der Fall ist. Aber naja, so ist das normalerweise. Jo, genau. Ich überlege gerade hier den schönen, tollen Ausblick auf ein, hier unten auf so ein Dach und ja, hier so ein bisschen, keine Ahnung. Also hier unten ist so ein Baumarkt, also ist vielleicht nicht ganz so geil als Ausblick, aber hey. Was soll's? Ich kann euch das hier auch mal zeigen, von hier aus. Ich habe hier nämlich noch so einen kleinen Balkon. Ja, wird eigentlich nur im Sommer so richtig genutzt. Ich bin ja kein Raucher, ne? Deswegen, jo, hier ist dann quasi so mein Wohnbereich. Also ich habe hier quasi ein Zimmer und Küche, Bad. Und hier wohne ich dann quasi. Also ihr seht hier grüner Teppich. Ich finde das auch ganz cool hier mit dem Boden. Es ist so ein grauer Boden. Und jo, ihr seht schon, alles IKEA, aber läuft eigentlich. Also hier so ein kleines Tischchen. Hier ist noch mein schöner Laptop von Acer. Der ist jetzt, ich weiß auch gar nicht, wie alt dieser Laptop ist, aber der ist schon, er hat auch schon gut was auf dem Buckel. Und jo, hier haben wir dann noch ein Buch. Das werde ich aber immer noch lesen. Da habe ich noch gar nicht mit angefangen. Entscheidung Erfolg von, wie heißt er denn nochmal? Dirk Kräuter, genau. So ein Verkaufsprofi. Einer der erfolgreichsten in Deutschland. Man muss sich ja auch immer weiterbilden, deswegen mache ich das sehr gerne. Deswegen liegt hier dieses Buch. Jo, die Couch vielleicht nochmal. Ist eine richtig gemütliche Couch. Also hier kann man sich dann immer so
richtig geil hinchillen. Und was fehlt, ist ganz klar oben ein Fernseher. Ich habe hier keinen Fernseher in der Wohnung und ich möchte den dann halt da oben irgendwo hin platzieren an die Wand, sodass ich den auch schwenken kann, sodass ich aus dem Bett dann halt auch noch Fernsehen gucken kann. Das wäre halt ziemlich cool. Muss ich mir noch überlegen, welchen PC ich mir da hole. Ich hatte schon ein paar, PC sage ich schon, welchen Fernseher ich mir da hole. Ich hatte schon ein paar so anvisiert, aber da ich jetzt auch nicht so der krasseste Fernsehgucker bin, muss ich mir das nochmal genauer überlegen. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock. Einfach auch mal, ja, ein Fernseher ist eigentlich Pflicht, dass man den hat, ja. Und man empfängt im Internet halt nur ARD und ZDF. Ja gut, da kommt halt jetzt auch nicht immer so das Geilste. Oder so ProSieben mal so eine Runde gucken, fehlt halt. Ja, deswegen soll er da oben hin. Und jo. Genau, hier seht ihr übrigens hier oben, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr das? Ah ja, da oben dieses... Ja, rechts, so ein bisschen weiter rechts, genau, da ist einfach keine Lampe, habe ich noch gar nicht so aufgehängt, aber es reicht hier quasi diese eine Lampe, die ihr seht. Und ja, ansonsten habe ich hier noch so eine Lampe, die geht auch mega fit. Jo, und hier ein mega Schrank, also wirklich Doppelschrank, und hier nochmal, und hier mit Spiegel, beste Leben. Ja, aber grundsätzlich kann ja mal von hier noch, hier ist noch so eine Glastür übrigens, ich weiß nicht, ob man die gesehen hat. Jo, so sieht das dann quasi aus, wenn man hier reinkommt. Also ist schon mega hell, ne? Also ist mega geil. Also für die erste Wohnung ist das, denke ich, schon ein mega Ding. Und jo, mega cool. Also ich bin hier sehr zufrieden mit der Wohnung. Jo, und hier ist dann quasi mein Bett. Bett ist auch mega chillig, ist halt ein mega großes Bett. Und ist mega chillig. Hier, kleiner Nachtschrank, Nachtschränkchen, Wecker, so normales Zeugs. In den Schubladen ist jetzt auch irgendwelche Unterlagen und alte Dinge sind da noch drin. Genauso wie in diesem Rollcontainer, da ist auch noch Unterlagen und so weiter, so Zeug drin halt, ne? Jo, das war's eigentlich so schon mit der Wohnungstour, ja. Also ihr seht hier noch ein bisschen meinen Flur. Jo, so sieht das dann aus. Hier würde es dann in die Küche gehen. Also 20 Likes, ne? Dann machen wir auch noch Küche und Bad. Bad ist halt auch echt, ja, es ist halt alles das, was man braucht. Es ist halt, sieht halt auch ganz gut aus. Es ist halt ein Neubau. Und ich habe hier auch eine geile Anlage. Mega nice. Und ja, also es ist eine sehr coole Wohnung. Vor allem, weil die hier auch technischen Schnickschnack hat. Zum Beispiel hier kann ich halt die Jalousien hoch und runter fahren mit. Ja, ist halt ziemlich cool und ich feiere es hier. Also es ist halt cool. Jo, eigene Wohnung kann ich jedem empfehlen. Ist nice. Jo, aber ich denke, ihr habt jetzt alles gesehen, so, weil viel mehr gibt es auch einfach nicht zu zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Also Leute, haut da rein. Ciao.